Wir haben, ich verteile die jetzt schon mal, wir haben 3 Mikrofone für 5 Speaker. Das wird sehr spannend. Also, wenn Sie andere Kollegen nicht zu Wort kommen lassen wollen, einfach das Mikrofon festhalten, das hilft. Ansonsten kollegial weiterreichen. Wir haben in den letzten, gestern im ganzen Tag, heute jetzt schon in den ersten Veranstaltungen viel gehört über inhaltlich, über Serien, wie Serien entstehen können, kreativ gesehen, über Writers Room, Writers Room Light, über einen Autoren, der die ganze Serie schreibt. Wir haben Bilder gesehen, wir haben Eindrücke bekommen und wir haben heute Morgen auch den finanziellen Aspekt und die Förderung schon besprochen. Und darüber möchten wir heute jetzt an dieser Stelle mit unserem großen Panel dieses Seriensymposiums Quality Series Made in Europe sprechen und das Ganze vertiefen. Ich stelle die Runde der Reihe nach erst einmal vor, habe ein paar Fragen an jeden von Ihnen kurz zum Einstieg. Wenn es da natürlich Widerworte gibt oder gleich oder auch Zustimmung, gerne gleich das Mikrofon schnappen und reingehen. Ansonsten steigen wir danach auch dann in die gemeinsame Runde ein. Direkt neben mir sitzt Kirsten Niehus, seit 2004 Geschäftsführerin der Filmförderung der Berlin, des Medienboard Berlin-Brandenburg. Um vielleicht kurz zu sagen, sozusagen für was Sie mitverantwortlich sind. In diesem Sommer hat hoffentlich so ziemlich jeder Victoria gesehen und jetzt gerade, er ist wieder da, ist auch entstanden mit Fördermitteln von Ihnen. Sie waren aber schon vor dieser Zeit in diversen Positionen in der Filmbranche tätig, unter anderem auch bei der Filmförderanstalt FFA, sind Mitglied in mehreren Gremien, unter anderem auch dem ZDF-Fernsehrat, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Sie haben initiiert auch das Programm Leuchtstoff zur Nachwuchsförderung und einige Co-Development-Fonds mit ausländischen Partnern und außerdem Honorarprofessorin an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Soweit richtig? Ja. Super. Herzlich willkommen in Ludwigsburg erstmal. Sie haben kürzlich mal in einem Interview mit der Berliner Morgenpost gesagt, dass wir uns in der Filmförderung vielleicht ein bisschen konzentrieren müssen und dass es mitunter zu viele geförderte Projekte geben könnte, dass man da vielleicht etwas zurückschraubt. Wie passt es dazu, dass dann gleich ein Seriensegment hochschießt, was Ihnen dann aber gleich wieder noch mehr Fördermittel abverlangt? Man muss ja sehen, das Geld, was uns im Medienbau zur Verfügung steht, ist ja nicht mehr geworden. Insofern passt das eigentlich ganz gut zusammen, dass man sich auf der einen Seite vielleicht ein bisschen konzentriert und ein weiteres Segment, und das ist ja heute Morgen, wahrscheinlich gestern auch schon mehrfach gesagt worden, dass die Grenzen zwischen Kino und den TV-Serien, von denen wir hier sprechen, denke ich mal, wir sprechen ja nicht über die klassische, ich sag mal, alte DGETO-Fernsehserie, die von den Sendern Kraft der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsabgabe voll finanziert wird und ein Publikum, was noch älter ist als ich im Wesentlichen, unterhält, sondern wir sprechen ja von neuen Inhalten, die ganz stark ästhetisch und vom Narrativen her XXL-Kinoformate sind, so sehe ich das. Also das hat viele der Filmschaffenden, wir kommen sicherlich gleich nochmal zu Babylon Berlin, es wurde definitiv eben schon da genannt, The Same Sky, also es sind alles Filmemacher oder vieles Filmemacher, die jetzt hochwertige Serien machen und als Filmförderung sehe ich Film nicht nur begrenzt auf die Kinoleinwand, sondern durchaus auch in anderen Medien. Und da, wo bestimmte, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber wo bestimmte Finanzierungselemente, also nicht eine Vollfinanzierung der Sender, sondern ein Rechtebehalt auch bei den Produzenten mit einem entsprechend ästhetischen Konzept zusammenkommen, da finde ich, sind wir als Förderung durchaus gefragt. Aber wenn Sie zu Recht sagen, die Mittel sind begrenzt und sagen, wir müssten mehr in der Serie machen und uns im Film konzentrieren, kann man auch sagen, dass dann Fernseh- oder Serienförderung auf Kosten der Filmförderung geht, oder? Ja, das kann man so sagen. Super, kommen wir gleich nochmal drauf. Wechseln wir, das ist ja sicherlich eines der spannendsten, polarisierendsten Themen dabei auch nochmal. Neben Ihnen sitzt Stefan Arndt, Geschäftsführer und Gründer der X-Filme und auch natürlich dann Gründer und Hauptanteilseigner, Vorstandsmitglied X-Verleih. Verantwortlich in seiner langen Karriere für so viele Projekte, die nur noch fast übertroffen werden von den ganzen Preisen, die dafür gewonnen wurden. Ich
führe ein paar auf für denjenigen unter Ihnen, die ihn nicht kennen. Tom Tykwers, Lola Rent oder auch drei, Wolfgang Beckers, Goodbye Lenin, Dani Levis, Stille Nacht oder Meschugge, Michael Hanekes Liebe, Absolute Giganten gehört dazu, Was nutzt die Liebe in Gedanken, Cloud Atlas unter anderem. Also für all diese und viele mehr Filme eine Reihe von Preisen, seit 2008 Vorstandsmitglied in der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen, Gründungsmitglied und zwischenzeitlich auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Filmakademie und so als Hobby nebenbei auch noch Kinobetreiber, richtig? Ja. Wahnsinn. Das heißt, wenn Sie dann hören, also die neue Serienförderung geht auch so ein bisschen auf Kosten der Filmförderung, der Kinoförderung. Sind Sie damit einverstanden? Ist das was, was man in Kauf nehmen muss? Oder weint da auch ein bisschen das Herz? Ja und nein. Generell ist, und ihr habt ja ein bisschen gesehen, was da vorhin von der UFA so schön auf die Wand geworfen wurde, ist es so, dass es der Appetit, den wir alle haben werden, in der Serienproduktion ja noch größer ist als der, den es im Kinobereich gibt. Insofern werden wir damit die klassischen Fördersysteme vollkommen überfordern. Ich glaube, das ist jetzt ganz dringend notwendig, dass die Länderförderer, die eben extrem viel Ahnung haben von fiktionalem, großem Erzählen, ja, da rede ich jetzt nicht, genauso wie Kirsten, eben nicht davon, von diesen klassischen 45 Minuten, die irgendwas zwischen 300.000 und 700.000 oder gar mal, wenn es ganz toll läuft, ja, bei Weißensee dann 920.000 Euro kosten dürfen, sondern ich spreche dann eher von Stoffen, die halt eher über 1,5 Millionen pro Commercial Hour kosten werden. Also wo man eben wirklich dieses große Erzählen, was wir im Kino geübt haben und was wir zusammen auch zu einer doch ganz interessanten Form gebracht haben, eben jetzt im Fernsehen oder in diesen neuen digitalen Medien, das ist jetzt nicht mehr Fernsehen, sondern das ist ja eine andere Form von Rezeption, nehmen kann. Was man sehr schön gesehen hat, deswegen war ich sehr dankbar für diese Charts vorhin, ist einfach, dass es ja eine ganz andere Frage ist. Ja, die Frage ist, wollen wir jetzt endlich unsere kleine Filmindustrie haben? Nehmen wir das ernst, wie andere Länder das schon längst ernst genommen haben? Oder wollen wir das auf einem Weg des kollektiven Totalwahnsinns, was wir da gerade anstellen mit dem DFFF, wollen wir das zerstören und kleintreten, dann sollte man das jetzt bald mal entscheiden. Sinn macht es, dieses Modell, was wir da vorher gesehen haben, macht es mit einem nach oben unbegrenzten, nicht gedeckelten Fonds, denn wir haben bewiesen mit einer Ronald-Berger-Studie, dass Herr Schäuble pro Euro, den er DFFF-mäßig investiert, 1,80 Euro zurückbekommt. Nein, er bekommt den 1,80 Euro nicht zurück. Er bekommt diesen 1,80 Euro, bekommt er ein Jahr, bevor er den 1 Euro bezahlt. Ja, also das ist quasi Kapitalismus at his best. Ja, du machst zuerst den Profit und investierst dann. Das ist, und das brauchen wir auch für diese Art von Serien. Eine dieser Serien, die ein durchaus hohes Budget haben sollen, wenn sie denn zustande kommen, ist Babylon Berlin. Da müssen wir die Gelegenheit nutzen, sozusagen. Sie sind mit X-Filme, mit Tom Tykwer ja als Produktionspartner dabei und designierter Produzent der Serie. Jetzt haben wir gestern Abend, wer nicht auf der Party war, hat eventuell möglicherweise den ARD-Check gesehen, wo Tom Buro und Lutz Marmor nach Serienprojekten der ARD gesprochen wurde und als dann auf Berlin Babylon angesprochen wurde, sagte Herr Buro, er sei sich da nicht sicher, er hätte gehört, das wackelt, das steht auf der Kippe. Warum sagt er das live im eigenen Programm? Wie steht es um das Projekt Babylon Berlin? Also warum er das sagt und wie er das sagt, da fragen Sie ihn am besten selber. Das ist halt ein Beispiel dafür, dass wir halt in unserer weiten und weisen föderalen Struktur doch nicht alle auf demselben Informationslevel sind. Wir werden Anfang nächsten Jahres anfangen zu drehen. Und wie jedes große Projekt hatte natürlich auch Babylon seine Krisenmomente. Ich glaube, jeder Produzent hier im Raum hat es schon ganz große Projekte haben ihre Krisenmomente und ganz kleine Projekte haben das auch. Die hatten wir da auch. Die sind aber auf einer guten und sehr partnerschaftlichen Lösung unterwegs, sodass wir Tykwer nach wie vor schreibt und wir nach wie vor vorbereiten. Alles nicht einfach. Ja, es ist sowas auf die Beine zu stellen, ist schon von nachhaltiger Arbeit. Aber das läuft sehr, sehr partnerschaftlich und erstaunlich gut zwischen zwei so neuen Partnern wie ARD und Sky. Hätte ich mit viel mehr Ärger gerechnet. Da ist Herr Buro. Also ich musste da herzlich lachen gestern.
Verstehe. Na gut, ich meine, für diese Konstellation sicherlich neu und ungewohnt und dadurch kann das sicherlich länger dauern. Ansonsten ist es so, muss man sagen, dass man bei diversen Branchenveranstaltungen jetzt seit mittlerweile anderthalb Jahren immer wieder von dem Projekt hört und immer wieder heißt es, wir sind bald dabei und wollen anfangen. Aber jetzt nehmen wir mit, also Stand der Dinge wäre, Anfang 2016 dann in Produktion zu gehen. Also wir hatten noch angeraten, lieber überhaupt nichts zu sagen, aber natürlich zwei Partner, die sich neu kennenlernen, so frische Liebe schreit nach Öffentlichkeit und uns war das klar, dass es anderthalb Jahre nicht durchhält. Verstehe, die Liebe ist noch da. Ohne ein bisschen zu langweilen, aber wenn man einfach 800 Seiten schreiben muss, ist schon was anderes als die normalen 90. Das glaube ich. Ich würde nicht zu dem Streit Buro, aber zu der, weil Sie gerade gefragt haben, geht das zu Lasten der Filmförderung, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass Tom Tykwer in der Zeit eben auch keinen Kinofilm macht und auch seine beiden nicht nur im Writers Room, sondern glaube ich auch im Direktorium mitbefindlichen Mitstreiter Achim von Borries und Henk Kalkblöten auch nicht. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir der Filmförderung was wegnehmen, sondern dass die Kreativen zum Teil eben auch nicht nur Kinofilme machen, sondern auch enttäuscht wären, glaube ich, wenn wir ihre anderweitigen künstlerischen Filme nicht unterstützen würden. Verstehe, nehmen wir gerne mit. Gehen wir weiter in der Vorstellungsrunde. Joachim Kosak, Anfang 2013 Geschäftsführer der UFA Fiktion, 2012 wieder zurückgekehrt, quasi ein Heimkehrer in gewisser Art und Weise, schon in den 90ern, seit 96 bei der Grandi UFA tätig gewesen, als Autor, Regisseur und Producer und danach bei Teamworks. Dann haben sie die ganz besondere Herausforderung gesucht und sind zu Sat.1 gegangen, was 2011 im ultimativen Schleudersitz dieser Branche geendet ist, nämlich bei der Geschäftsführung von Sat.1. Und für diese Tapferkeit, also genau für diese Aufgabe ja auch, mit einem Preis ausgezeichnet, dem Robert-Geißendörfer-Preis der Evangelischen Kirche, mit dem seit 83 eben herausragende publizistischen Leistungen deutscher Hörfunk- und Fernsehsender verliehen werden. Als erster Privatsendermensch und bis jetzt auch als letzter. Das, genau. Aber ich bin ich bin auch Pastorensohn, das hat vielleicht auch geholfen. Das hat geholfen. So, das sind die Kriterien dafür. Und einen überraschenden Fakt wahrscheinlich für die meisten hier im Saal, seit 2005 Leiter des Bereichs Serienproducing, Seriendramaturgie an der Filmakademie Ludwigsburg. Ein Heimspiel für Sie sozusagen. Kann man sagen. Die UFA-Fiktion gehört zu den größten, finanzstärksten Produzenten in Deutschland. Welche Rolle spielt dann für die UFA eigentlich eine Filmförderung, wo man doch, wenn man nach Cannes fährt und guckt, immer mehr Produzenten sieht, die sich ihre Gelder schon selbstständig aus dem Ausland mit Co-Produktionspartnern holen. Welche Rolle spielt dann in dem Markt noch die Förderung aus dem eigenen Land von der Filmförderung? Sie spielt im Moment deswegen eine ganz große Rolle, weil der Markt ist in Bewegung und wir bei der UFA eigentlich seit 4 Jahren, ich bin dann vor 3 Jahren dazugekommen, ganz stark darüber reden und nachdenken, wie müssen wir uns auch bewegen. Es gab ganz, ganz große Umstrukturierungen in den letzten Jahren. Allein die Fusion vor 3 Jahren von 3 komplett eigenständig operierenden UFA-Fiktionsfirmen, nämlich der UFA-Fernsehproduktion von Norbert Sauer, der Teamworks und der Phoenix-Film von Markus Brunnemann. Das war ja da ein erster Schritt zu sagen, wenn man sagte, in den 90ern bis Anfang der Nullerjahre war in Deutschland Auftragsproduktion das Maß aller Dinge. Markus Brunnemann erzählt immer so schön, dass er noch die Zeit erlebt hat als junger Geschäftsführer, dass ihn der Sender anrief und sagt, wir haben hier noch Budget für 13 Folgen, hast du nicht noch eine Serie? Die Zeiten sind so lange noch gar nicht her, aber heute wirklich wie Disneyland. Also in dieser Zeit macht es ja ganz großen Sinn, viele, viele Firmen zu launchen. Das hat Wolf Bauer grandios gemacht, aber dann hatte Wolf Bauer auch mit seinem Team dann den richtigen Riecher zu sagen, oh, jetzt verändert sich was, der lokale Markt wird kleiner. Also einerseits zu sagen, wie stellen wir uns ganz anders auf? Das war ein sehr, sehr großer Schritt zu sagen, 3 letztlich konkurrierende Firmen werden eine und ganze Labels verschwinden, was auch im intern wie extern ja ein ganz großer Schritt war, plötzlich zu sagen, die Firma Teamworks gibt es nicht mehr. Gab es ja riesen Diskussionen. Das war aber ein erster Schritt in der Bewegung dahingehend zu sagen, wir müssen uns intern anders aufstellen. Wir müssen dann aber auch überlegen, wie kann man einerseits im sogenannten Altgeschäft
das als Basis behalten, weil das ist einfach für uns immer noch mit unseren laufenden Formaten, mit den Sokos, Jörg Winger, der gestern hier über Deutschland sprach, der gleichzeitig so erfolgreich seit 13 Jahren Soko Leipzig macht, was eine großartige Serie ist, aber was eben auch eine ganz wichtige wirtschaftliche Säule ist. Also wie können wir uns überall eigentlich richtig aufstellen. Und da gibt es eben nicht mehr die reine Auftragsproduktion und es gibt auch eben nicht nur die Halali, jetzt machen wir alles international, sondern wir müssen uns da intern anders aufstellen und wir müssen auch darüber nachdenken, und das tun wir ganz stark, wie wir vom reinen Auftragsrenditeproduzenten zu einem Produktionsfirma wird, die auch mit Eigeninvestitionen es schafft, in Erlösmodelle zu kommen. Das ist aber auch ganz wichtig, dass wir hier nicht nur darüber reden, was Sebastian Werninger eben so toll getan hat, zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie mehr Rechte haben, sondern wie gehen wir auch anders in Vorleistung, gerade was Developments angeht, wie gehen wir anders in Vorleistung, wie denken wir noch unternehmerischer, um wirklich dann auch zu sagen, das ist die Vision eines Programms. Dann nochmal aber die Nachfrage, wenn wir also über die Filmförderung in Deutschland sprechen, dann ging es immer darum, auch um Kulturgut erstmal zu fördern und dieses sozusagen, dieses kleine Juwel zu schützen und da die Kreativität zu beleben und anzuspornen. Wenn wir jetzt eben bei so großen Unternehmen wie der UFA und internationalen Projekten davon sprechen, dass wir eine Serienförderung brauchen, muss man ja jetzt auch mal im Wortsinne sagen, also wir reden dann also von einer Branche, die sich förderbedürftig sieht. Also das ist ein internationales Geschäft, das gefördert werden soll. Das heißt, müssen wir wegkommen von einer Kulturförderung hin zu der Akzeptanz und zu der, es auch so benennen, dass es um Wirtschaftsförderung geht und wie Herr Arndt ja auch schon sagte, endlich sozusagen das als Wirtschaftsfaktor betrachten? Also erstmal zu bedürftig, da schüttelst du gleich den Kopf. Das ist dann immer so, ach, wir Armen, wir brauchen euch. Nein, wir sind Filmhersteller, die ganz klar in einem Wirtschaftssystem arbeiten und da geht es ganz stark über diese Art von Förderung, geht es um Wirtschaftsförderung und es ist ja auch, das kann Chris Nius viel besser besprechen, aber wir hatten jetzt auch diverse Gespräche mit der Politik, ihr noch viel mehr als ich, aber ich war auch bei einigen dabei, immer wieder zu sagen, was ist Kulturförderung in der Filmförderung und was ist eben Wirtschaftsförderung und dass es auch noch einen Teil Kulturförderung da gibt und geben soll. Und dass wir als UFA übrigens da ja auch breit aufgestellt ist, vom Nachwuchsfilm bis zum Arthouse-Film. Stefan, du machst das ja auch bis hin zu den ganz großen wirtschaftsgetriebenen Projekten, die allerdings ja deswegen auch kulturell wertvoll sind oder wertvoll sein können, muss man ja auch wiederum sagen. Da ist eine Differenzierung nötig, aber auch möglich und über beides muss gleichberechtigt gesprochen werden. Das eine schließt immer das andere nie aus. Gut. Nehmen wir das erstmal in die Runde mit. Ich sehe gerade, Sie sitzen auch hervorragend. Sie sitzen genau unter der UFA-Fiktion. Wir gehen einen weiter. Sie haben mich hierhin platziert. Ich weiß nicht selber. Zufall, ne? Kommen wir zu Karl Bergengrün. Gleich. Soll ich noch rücken, damit ich unter meinem Logo sitze? No, also, ja, aus meiner Perspektive sitzen Sie so halbwegs drunter. Also... Nee, leider nicht. Hier ist jetzt nicht, also ich wollte Sie nicht gleich für die Filmakademie komplett verhaften, aber ist mir nur aufgefallen. Herr Bergengrün, seit 1. Dezember 2013 Geschäftsführer der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Zuvor aber schon in diversen Tätigkeiten das gesamte TV-Spektrum abgedeckt. Sie haben in den 90ern angefangen, damals noch beim Südwestfunk, dann zum Mitteldeutschen Rundfunk gegangen, in beiden Anstalten als Fernsehfilmredakteur tätig. 1998 dann im neu gegründeten SWR als Redaktionsleiter und Produzent der Stuttgarter Tatortfolgen und eben auch Hauptabteilungsleiter Film und Serie seit 2002. Und dann gab es einen Abstecher auch noch in die Produktionslandschaft von 2011 bis November 2013 bei der Studio Hamburg. Sie haben also die Senderseite, Sie haben die Produzentenseite, jetzt die Förderperspektive. Gewinnt man da nochmal einen neuen Blick auf das, was die Branche braucht und will? Also ich würde das mal auf das Thema Serien, worüber wir reden wollen, beantworten, genau. Sonst halte ich nämlich einen viertelstündigen Vortrag. Und zwar noch mehr zu sehen, dass wir wirklich diese drei Partner alle zusammenarbeiten wollen, damit wir es in dem Serienbereich schaffen, den internationalen Anschluss zu bekommen. Sender, Produzenten und Förderer. Warum ist das so schwierig? Eine Menge an Problemen, die da auf uns zukommen. Einmal eine komplette Umstellung einer Serienproduktion alter Schule hin zu einem neuen Produktionstum mit Writers Room, mit einem Showrunner. Das ist eine
man kann es nicht unterschätzen, wie schwierig diese Umstellung ist. Dann zu sehen, je internationaler es wird, umso härter die Konkurrenz. Amerikanische Serien zu 3/4 außerhalb des eigenen Landes finanziert, was wir nicht können. Deutsche Produzenten zu wenig einen Blick auf den internationalen Markt und seine Bedürfnisse. Also das ist eine richtige Aufgabe, die auf uns zukommt. Und wenn wir uns da nicht alle zusammenhalten, wird es schwierig. Und deswegen komme ich auf das zurück, was Joachim sagte. Es ist so wichtig, dass alle Partner, auch die Sender, damit im Boot sind. Und du hast es angesprochen. Als die Sender gegründet wurden, die Privaten, haben sie alle in Deutschland produziert. Jetzt verabschieden sie sich leider Stück für Stück aus der deutschen Produktion. Das ist ein Riesenloch und das macht mir Sorgen. Und zusammen müssen wir da dagegenhalten. Wie sieht das dann aus seit Ihrem Amtsantritt hier in Baden-Württemberg? Wie würden Sie sagen, wie muss man dann auch eine Filmförderung, eben vom Namen her schon erstmal aufs Kino ausgelegt, auch umbauen, um eben diesen Gegebenheiten Rechnung zu tragen? Also was haben Sie da schon gemacht oder was wollen Sie noch machen? Also die heißt Filmförderung und die wird auch weiter Filmförderung heißen, weil wir nicht vorhaben, Mittel aus dem Kinofilm abzuziehen und in die Serie zu verschieben. Wohl aber tun wir etwas, dass wir ganz gezielt Anschubsfinanzierungen geben für Serien, weil das brauchen die innovative Projekte, brauchen eine Anschubsfinanzierung. Und wir tun es auf mehreren Bereichen. Wir tun es gezielt im VFX-Bereich, wo wir große Unternehmen haben, die für internationale Serien wie Game of Thrones arbeiten und da Emmys gewinnen, entstehen die VFX, die visuellen Effekte in Baden-Württemberg. Wir tun es im Bereich internationale Serienproduktion, da machen wir eine neues Event, was aber heute Nachmittag angekündigt wird, kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Wir tun es, und darüber wird hier kaum geredet, im Bereich Animation, ein wirklicher Markt, über den man reden muss, weil da gibt es nicht das Problem der englischen Sprache. Da haben wir einen enormen Nachholbedarf. Frankreich hat 10-mal so viele Produktionen. Da fördern wir mehr, um da aufzuholen. Da ist ein Riesenwachstumspotenzial. Und wir tun es übrigens auch im Bereich der Serien, im Bereich Dokumentation. Denn auch da gibt es die Sprachbarriere nicht und auch da ist was zu holen. Das sind unsere Schwerpunkte. Wenn Sie sagen, Sie nehmen der Kino- oder der Filmförderung nichts weg, das heißt, Sie werden mit mehr Mitteln ausgestattet? Oder woher kommt das zusätzliche Geld? Erfreulicherweise sind wir mit mehr Mitteln ausgestattet worden. Danke an die Landesregierung Baden-Württemberg. Wir haben eine Erhöhung bekommen und damit finanzieren wir das. Wunderbar. Dann kommen wir zum letzten Herren in der Runde, den wir gestern schon einige Male hier oben auch hatten. Trotzdem eine gebührende Vorstellung für Jens Richter. Seit Anfang des Jahres eben Fremantle Media International. Das haben wir in dieser Funktion, haben wir ihn gestern auch schon mehrfach gehört. Davor 10 Jahre lang bei ProSiebenSat.1, erst war es noch 7-1 International, dann wurde es Red Arrow, im Grunde überhaupt erstmal den Geschäftsbereich internationale Vermarktung von Inhalten aufgebaut, also im Grunde auch das schon so ein Stück weit vorweggenommen, sage ich mal, was jetzt ja generell im deutschen Markt in den letzten Jahren passiert ist, überhaupt sich mal um die Auslandsverwertung zu kümmern und die Anfänge in den 90er Jahren bei Betafilm in der, sagen wir mal, auch dann so pre-Jan Moito Ära, wenn man so möchte, zumindest bevor Jan Moito dann Anfang der 2000er da komplett das Ruder übernommen hat. Jens, wir haben gestern schon viel miteinander gesprochen. Mich würde interessieren, internationales Distributionsgeschäft, internationale Koproduktion, mit dem internationalen Blickwinkel, wie wichtig sind dann die deutschen Filmförderungen und wie verwirrend ist es manchmal erklären zu müssen, dass das in Deutschland eine föderale Angelegenheit ist? Ich verstehe das manchmal auch selber in Deutschland nicht. Was Sebastian da in der Übersicht gebracht hat vorhin, das war sehr schön. Und so gucken wir uns das auch an. Wir machen Drama als Fremantle in ungefähr 10 Ländern. Wir machen Drama in verschiedenen europäischen Ländern, in Amerika, in Australien. Bei größeren Produktionen guckt man sich immer die Finanzierung an. Wie baut man das zusammen? Wenn ich mir Förderung anschaue, dann ist das in vielen Ländern, gerade in England, es ist ein nationales System. Das heißt, ich muss mich nicht nach irgendwelchen lokalen Sachen kümmern. Es sind keine Töpfe, sondern es ist nach oben offen. Es sind ganz klare Mechanismen, die beschrieben sind, die ich erfüllen muss, damit meine Produktion da reinpasst. Ich kriege einen Zuschuss zwischen 20-25%, je nach Land, wo ich hingehe. Das sind Zuschüsse, es sind keine Darlehen, das heißt im Erfolgsfall bleibt mir das Geld. Ich habe also als Produzent eine ganz klare Kalkulationsbasis, weil als Produzent, haben wir gestern gesprochen, ich muss ja mittlerweile sehr viel Geld in Eigenentwicklung reinstecken, da verliere ich auch mal Geld. Ich bin im Hit-Business, das heißt, es funktioniert nicht immer alles, was ich anfasse. Das heißt aber auch im Erfolgsfall brauche ich die Upside bei mir. Wenn ich die dann noch mit einem Fördertopf teilen muss, habe ich ein Problem.
Und dann sucht man sich, wenn es geht, ein Land aus, wo man das eben hat. Eine ganz klare Regelung. Und das sind auch, in England sieht man das sehr schön, ja, es hat einen Kultureffekt, aber es ist eine ganz klare Wirtschaftsförderung. Und dann am Ende des Jahres wird, wie Stefan Anders eben beschrieben hat, eine Kalkulation gemacht. Was hat das gebracht in dem Land, seitdem das in England so klar aufgesetzt ist, auch für den Fernsehbereich? Der Effekt war brutal, war irre. Ja, also das ist Milliarden an Steuergeldern, die reingekommen sind, positiver Effekt. Und hat auch den Effekt, dass wenn man, wir haben vorhin habt ihr gesprochen über englisch-amerikanische Koproduktion, durch das klare Modell in England, ist das viel einfacher geworden, viel besser geworden, aus England heraus mit Amerika zu arbeiten. Um nochmal auf die Präsentation zurückzukommen, dann wir haben gesehen, Großbritannien hat ungefähr das Fünffache an Fördermitteln für den Serienbereich auch. Müssen wir das neu organisieren oder müssen wir da auch grundsätzlich deutlich aufstocken? Also geht es nur um eine Umverteilung der bestehenden Mittel oder muss da eine fast schon Vervielfältigung her? Ich glaube, da kann ich ja als Klassensprecherin mal sagen, dass das unbedingt, also wenn, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zwei Dinge im Moment hier so ein bisschen, vielleicht für jeden, der nicht auf der einen oder anderen Seite wirklich zu Hause ist, vermengt werden. Auf der einen Seite reden wir von regionalen Förderungen und ich finde super, wie du das hinbekommst, dass du dem Filmfilm nichts wegnimmst. Aber zum Beispiel die Erhöhung, die wäre sicherlich auch in den Filmfilm gegangen, denn wir haben auch eine Erhöhung bekommen. In dem Moment, wo ich mehr mache als das Spektrum der Dinge, was ich vorher gemacht habe, nehme ich logischerweise dem vorbestehenden Spektrum was weg, auch wenn ich oben was drauf bekomme. Das klingt so radikal. Wir reden auch nicht von einem kompletten Shift. So, das ist das eine bei den regionalen Förderungen. Und dann geht es natürlich darum, dass es, wie gesagt, in der wirklich prima Präsentation, die wir schon mal als Medienboard genießen konnten, weil wir die UFA eingeladen haben, weil uns das brennt interessiert, dass wir gesagt haben, wie funktioniert das Geschäft, wie geht das eigentlich, wir wollen keine Auftragsproduktion fördern, wie denkt ihr, damit wir uns, und so verstehe ich uns als Förderung, als Service an den Produzenten. Ich fördere nicht etwas, nur weil ich sage, das ist Kino oder daran halte ich fest, sondern ich sehe auf die Landschaft, für mich hauptsächlich in der Region Berlin-Brandenburg und sage mir, was brauchen die Produzenten und versuche da reinzukommen. Dazu muss ich verstehen, wie die Produzenten denken und deshalb haben wir uns auch schon mal zusammengesetzt. Das andere, worüber wir reden, ist im Grunde eine automatische Förderung, so wie der DFFF, Klammer auf, früher war, Klammer zu, weil in dem Zustand, in dem der DFFF ist, völlig überbucht im Moment, möchten wir natürlich nicht die Serienförderung haben. Im Grunde reden wir davon, dass wir in Deutschland ein ähnliches Instrument brauchen, wie es das in England gibt, ein nach oben offenes Fördersystem mit 20% Förderung auf alles, was in dem Land ausgegeben wird, mit der Möglichkeit, einen bestimmten Anteil von Dreharbeiten eben auch woanders zu haben. Das gibt es mittlerweile in vielen Ländern. Als damals der DFFF gegründet wurde, war der relativ einmalig. Also es gab viel kompliziertere Modelle in England. Das war vor 8 Jahren. Mittlerweile hat sich die Konkurrenzsituation, Sebastian Werninger hat das ja sehr schön dargestellt, verschärft. Um das ganz klar zu sagen, das kann, glaube ich, kein Regionalförderer alleine kompensieren. Also dieses Instrument brauchen wir und ich glaube, diese Unterscheidung Kinofilm und High-End-Drama, von dem wir hier reden, nach meiner Vorstellung in Zeiten der konvergierenden Medien wird das immer schwieriger auseinanderzuhalten sein. Und ich glaube, dass man sich auch als Förderung darauf einrichten muss, nicht nur nach der Erstauswertung zu urteilen, was man macht, sondern mehr nach der Finanzierung und der Rolle der Produzenten auch als Finanziers da drin. Ja, gerne. Ja. Und dann Herr Berngrün. Ich komme ja so vom Kino, ja. Bis vor einem Jahr habe ich Zeter und Mordio geschrien, ja, bei Fernsehförderung, weil wir ganz klar sehen müssen, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, deswegen sage ich das jetzt hier auch, ja, dass ich A, meine Meinung geändert habe, meine Meinung habe ich geändert aus einer künstlerischen Position daraus. Ich finde, dass wir selber schuld daran sind, wir Kinoproduzenten, dass diese Serien jetzt State of the Art sind,
weil wir selber haben es dahin kommen lassen. Ja? Und ich glaube aber auch, dass wir ganz stark, also diese Leute, die früher rein vom Kino geträumt haben, jetzt eben von Kino und diesen High-End-Serien träumen. Nur müssen wir ein bisschen das Fördersystem angucken, was ja seit den 60er Jahren, also als das Fernsehen aufkam, sich entwickelt hat und was natürlich in Deutschland immer im Gegensatz zum Rest der Welt noch ein paar andere kleine Probleme, die wir hier haben, den Föderalismus, unser Medienrecht, dieser Zustand, warum das hier so ist, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, aber es ist nun mal so, dass nur wir hier einen Markt haben, der alleine von den Abnehmern bestimmt ist. Und die Abnehmer sind nicht nur die bösen Sender, sind auch all diese Zwischenhändler, die dann mit dem von uns hergestellten Rechten handeln. Und zum Ausgleich dazu, weil wir all diese Hemmnisse haben, ist Förderung zwingend nötig. Ja, jetzt fragt sich, gibt es zwei Gründe? Jetzt gibt es einmal diese Nummer, auf der ganzen Welt gibt es diese Tax-Incentives zwischen 20% und 30%. Das ist einfach üblich und das ist normal. Ja, das muss man einfach sehen, weil wir halt etwas extrem Teures herstellen, was extrem hohe Steuereinnahmen erzeugt, weil wir eben ganz viele Menschen beschäftigen. Und der Grund, das Tolle an Homeland und an der Förderung für Homeland war, dass man jetzt mal gesagt hat, okay, 700 Leute arbeiten an einer Fernsehserie gleichzeitig. Ja? Oder der irre Effekt bei Babylon Berlin ist eben, dass man eben sagt, jetzt machen wir nicht einen tollen Tom Tykwer-Film oder einen tollen Achim von Boris-Film, wo 4 bis 8 Wochen 100 Leute arbeiten. Nein, das sind 200 Drehtage. Ja? Das ist ein ganzes Jahr. Die ackern durch. Die werden sich noch umgucken, ja? Was da alle, also wie sich das anfühlt. Ja? Aber das sind verschiedene Sachen. Und wir müssen hier jetzt quasi, eigentlich müssten wir etwas Neues erfinden, nämlich die Nummer, was kommt denn danach? Wie können wir das insgesamt zu einem funktionierenden, weltweit konkurrenzfähigen System bauen? Weil an dem Tag, also in der Woche, an der der DFF gekürzt wurde, ja, hat England den Deckel weggenommen von dem System. Vor 3 Wochen wurde in Frankreich, ich meine, da kenne ich mich echt gut aus, ja, die haben beim Kredit d'Impôt den ersten Mal auf 30% erhöht und erlaubt, dass man auf Englisch dreht. Das hätte ich in meinem Leben nicht geglaubt, dass ich das jemals noch erleben werde, dass die von ihrem hohen Ross der französischen Sprache runtergehen. Ich sage, wenn das so ist, was Sie vorhin gesagt haben, dass die wirklich in der Breite, was ich nicht beurteilen kann, weil ich zu wenig gesehen habe, so tolle Serien machen wie The Lake und sowas, ja? Wenn die so tolle Sachen in der Breite machen, dann wird es da abgehen wie die Luzi. Da werden wir uns, das wird so schnell gehen, wenn die ein bisschen geübter sind im internationalen Arbeiten, was sie bisher noch nicht so sind, dann müssen wir ganz, ganz schnell sein und das ganz schnell hier einführen. Und das werden die armen Länderförderer, ich meine, ich finde das toll, was die machen, ja, aber diese Budgets, das wird vom Fernsehen so schnell aufgesaugt werden, das ist überhaupt nicht zu erfüllen, da ist keine Hoffnung. Herr Reng, wollten Sie noch? Ja, also bevor wir jetzt das Hohelied des Auslands singen, muss man sich mal angucken, wie das dort funktioniert. Richtig ist, wir erleben das auch, im Ausland heißt es immer, bei euch ist es komplizierter. Bei automatischen Fördersystemen wissen wir vorher mit dem Computer, können wir berechnen, was wir kriegen, bei euch ist eine Juryentscheidung. Das stimmt. Wenn du das änderst, musst du viel, viel, viel mehr, ein Vielfaches des Geldes ins Fördersystem reinpumpen. Du hast recht, Stefan, die Franzosen machen das, die Kanadier machen es auch. Aber wie machen sie es mit einem Fördersystem, wo dann die Marktteilnehmer, Fernsehsender, die Betreiber von Netzwerken müssen einzahlen. Und das ist in Deutschland schlicht in der heutigen Medienpolitik nicht durchsetzbar. Herr Gärtner würde mir was husten, wenn wir ihm vorschlagen würden, dass ProSieben Sat.1 von vorneweg in einen solchen Fonds einzahlt. Und so machen es die Franzosen, die kommen dann auf 700 Millionen statt auf 300. Aber wir sind in einer liberaleren Wirtschaftswelt und wir werden das auch nicht ändern. Und es gibt auch kleine Maßnahmen, die da auch was bringen. Wir haben eine Förderung aufgelegt für Line-Producer, das sind internationale Serien, die sich bewerben. Da gibt es eine Entscheidung innerhalb von 2 Wochen statt 4 Monaten. Das sind kleine Maßnahmen, die bringen auch was. Den großen Systemwechsel werden wir in Deutschland meiner Ansicht nach deswegen nicht hinkriegen, weil diese Hunderte von Millionen Euro, die du brauchen würdest, dafür nicht zur Verfügung stehen. Ich glaube, da muss man... Ja, ich glaube, man muss immer dann wirklich bei dem Thema sagen, es gibt immer so 2 Möglichkeiten, das Thema zu diskutieren. Einmal unsere heutige Gegebenheit und wie wir die verändern oder verbessern können und wie man sich sozusagen natürlich auf dem Blatt Papier wünschen würde, wenn man sie komplett neu aufsetzen könnte. Ne? Das sind, glaube ich, so 2 verschiedene Arten, das Thema zu betrachten. Ich würde ja. ich
dem würde ich absolut zustimmen. Und es gibt ja auch, also sagen wir mal, wenn wir jetzt immer, Sie haben vorhin gefragt, ob die im Wesentlichen die Herren sich als bedürftig empfinden. Ich weiß nicht so genau, was zum Beispiel VW oder die Schifffahrtsbranche auf diese Frage antworten ja. würde. Also wir haben, glaube ich, immer noch so ein bisschen diese Schranke im Kopf. Das haben Sie ja auch vorhin gesagt, so ein bisschen dieses Kulturpflänzchen, was geschützt werden muss, weil es Schwierigkeiten hat, sich auf dem Markt selber zu behaupten, was wir aus dem Anspruch an Kultur aber hegen und pflegen wollen. Das gibt es, glaube ich, oder das gibt es immer noch, das gibt es auch bei uns ganz klar. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es dieses breite Spektrum gibt, also vom berühmten Kurzfilm bis zum Film, der auf Festivals präsent ist, ist vielleicht mit dem Publikum ein bisschen schwer. Darauf würde ich als Förderin bei uns in der Region auf gar keinen Fall verzichten wollen. Ich weiß, die Kollegen wollen das auch nicht. Ich glaube, Joachim, du hast das erwähnt. Das ist ein Blatt. Und dann haben wir, manchmal sind ja Begriffe ganz gut, um sich einen Unterschied vorzustellen. Das eine haben wir als Kulturförderung immer verstanden. Und das andere würde ich eher in den Bereich Creative Industry stecken. Wenn man das übersetzt, kommt man vielleicht auf sowas Ähnliches. Aber es macht, glaube ich, so einen Unterschied klar. Und ich würde mich freuen, wenn es, also natürlich, wenn man beide Bereiche aufrechterhalten kann, dieses hier, wovon wir reden, die berühmten 20%, das ist eine Wirtschaftsförderung. Und damit ist sicherlich jemand wie eine Kulturstaatsministerin nicht so ganz der richtige Ansprechpartner. In Englisch heißt das, glaube ich, barking up the wrong tree. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal an anderen Baum bellen, die Schifffahrtsindustrie bellt an richtigen Baum. Und da müssen wir auch hin. Ja, da finde ich wirklich auch nochmal wichtig, Karl, du hast völlig recht. Man kann das System so erstmal nicht ändern, hast du völlig recht. Sondern ich glaube, da muss jeder Partner bei sich, und das passiert gerade an vielen Stellen, finde ich gut, bei sich selber mal gucken, was muss er bei sich verändern, um dadurch eine Veränderung dann wieder herzukriegen im gemeinsamen Gespräch, was wir ja machen. Also ich will da nochmal drauf eingehen, was Stefan auch sagte, oder mit der Creative Industrie. Ich glaube einfach, es ist eben auch wichtig als Produzent, sich erstens als Wirtschaftsunternehmen immer mehr zu begreifen, gleichzeitig aber auch wirklich zu sagen, haben wir die richtigen Stoffe und wie weit haben wir sie getrieben? Ja, also haben wir denn dann auch wirklich, wenn wir jetzt mit nach Frankreich gucken und so weiter und so fort, als wir bei Herrn Machnik waren, der sagte ja auch, klar, der spielt den Ball dann zurück, das ist der Staatssekretär von Herrn Gabriel, der sagt, ja, habt ihr denn die richtigen Stoffe? Da ist man immer ein bisschen sauer, weil man sagt, mach du doch mal deine Hausaufgaben, spielst nicht immer gleich zu uns. Trotzdem trifft er da natürlich einen Nerv, weil man auch sagen muss, was sind deutsche oder europäische oder High-End-Stoffe und so weiter, die wirklich stark sind, die wirklich eine Kraft haben, die richtig entwickelt sind, die das richtige Package haben, die verwertbar sind, die wirklich auch diese hohen Budgets dann berechtigt haben, weil, wie bei Babylon Berlin oder auch bei sowas wie Deutschland 83, wenn man sagt, sie sind auch für die ganze Welt interessant und darum ist es auch interessant, sie als Wirtschaftsprojekt zu sehen. Also da muss man eben auch anfangen, das machen wir immer mehr, wirklich zu sagen, wie viel nehmen wir denn auch in die Hand, um wirklich ein Projekt zu entwickeln und nicht mit einer Zwei-Seiten-Geschichte dann zu einem Sender zu gehen und zu sagen, dann kauf mir doch mal bitte alle Rechte ab und gib mir 3.000 Euro für ein Exposé. Das macht dann auch keinen Sinn. Hey, ich bin der Erste. Ja, wollten Sie noch? Ich wollte in dieselbe Kerbe hauen. Mhm. Weil ich glaube, es gibt ja, wenn wir jetzt hier sitzen und jammern und sagen, Herr Gabriel soll das alles mal machen oder Herr Schäuble, das ist die eine Sache, die muss wirklich passieren, weil ohne das wird es nicht kommen. Oder es wird kommen, es wird nur anderswo gemacht werden, was misslich wäre. Und was wirklich total schade ist, weil ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und diesen Sommer war das erste Mal, wo man sagen musste, Deutschland ist ausverkauft. Wir haben François Ozon eingeladen, mit uns einen Film zu machen. Großkotzig, wie ich halt nun mal bin, dachte ich, kein Problem, die erste Garde von Leuten werde ich für Jean und für ein Darstellerteam, was auf demselben Level ist, werde ich schon rankriegen. Es war keiner mehr zu kriegen. Es war ein Desaster. Wir haben zum ersten Mal, seit ich dabei bin, Vollbeschäftigung in Deutschland gehabt. Ja, ich habe noch nicht mal so richtig die dritte Garde dazu bekommen. In dieser Situation
leisten wir uns jetzt solche Sachen wie mit dem DFFF. Und wir müssen nach vorne kommen, aber ich glaube, wir müssen uns überlegen, mit welchen Stoffen wir das wirklich tun, mit welchen Stoffen wir wirklich auf dem internationalen Markt dieses kleine Gap, was wir da in der Rechnung auch gesehen haben. Und dann ist es dann relativ wurscht, ob der Sender 600 oder 900.000 bezahlt für die Sendelizenz. Es ist auf jeden Fall ein erheblicher Anteil der Finanzierung, muss international refinanziert werden. Und wenn wir weiter glauben, ich meine, Andreas Schreibmüller hat das gerade in der Pause so schön gesagt, wenn wir weiter glauben, aus der reichen Quelle von zwei Diktaturen, die wir hier irgendwie erlebt haben in Deutschland, können wir unsere Serien jetzt bestücken bis zum Ende unserer Tage. Das ist albern. Ja? Ich glaube, wir werden nach wie vor ein relativ günstiges Produktionsland sein müssen, ja, weil wir haben den Sprachnachteil, wir haben bestimmte andere Nachteile. Wir sollten uns mal mit der Gegenwart, mit der Zukunft beschäftigen, um da etwas zu machen, womit wir die Welt wirklich revolutionieren können und dann auch die Gabriels dieser Welt auf unsere Seite kriegen, weil wir nämlich wirklich was Innovatives haben. Kurze Frage an Jens Richter. Dieser Vorwurf, dass Deutschland sich im Wesentlichen nur mit sich selbst beschäftigen kann, hatten wir gestern schon mal. Siehst du denn überhaupt irgendein Interesse an anderen deutschen Stoffen, also die Offenheit gegenüber einfach gut erzählten Geschichten aus Deutschland? Oder heißt es dann immer noch, habt ihr nicht irgendwas aus eurer eigenen Geschichte? Ich glaube, wir sind drüber hinweg, über Weltkrieg und das Ganze. Also historische Stoffe, das ist auch im internationalen Vergleich, historische Stoffe sind generell auf dem Rückmarsch. Wenn du irgendwo was pitchst in irgendeinem Land, irgendwas lokal entwickelt ist, die Leute wollen alle zeitgenössische Stoffe haben. Das heißt, Gegenwart interessiert eigentlich kaum noch. Kostüm ist schon fast ein Schreckwort. Also wenn du Kostüm pitchen willst zu einem Sender irgendwo, dann ist erstmal, wenn es toll ist, dann nehmen sie es immer noch. Ein Wort noch zu dem, was wir eben hier alles besprochen haben. Wir hatten gesagt, Kulturförderung, wir hatten Wirtschaftsförderung. Das ist Wirtschaftsförderung. Und zwar nicht nur Wirtschaftsförderung für den Produzentenmarkt, sondern das ist auch Wirtschaftsförderung für die Sender. Wir haben gestern ein bisschen gesprochen über was ist die Macht vom Drama oder was ist der Effekt vom Drama. Ja, wir haben gestern darüber gesprochen, Drama hat eine Branding Power für Sender. Wir haben gesagt, warum gibt es so viel Original Drama in Amerika? Weil Drama eben hilft, eine Plattform zu stärken, egal was das für eine Plattform ist. Wir haben gestern auch gesagt, Free TV in den einzelnen Ländern wird wesentlich lokaler. Free TV wird auch in Deutschland lokaler werden müssen. Ja, sonst kriegt man ein Problem von den ganzen S-Wort-Plattformen, die reinkommen. Und um mehr lokales Drama zu machen, glaube ich, braucht man auch im Sinne für Unterstützung der Free TV-Sender, braucht man auch ein klares Förderungssystem. Das ist nicht nur für den Produzenten mal. Herr Bergen-Grün, Sie wollten was ergänzen. Ja, das klingt jetzt so, als ob das kommen würde. Ich beobachte aber genau die gegengesetzte Tendenz. Die Jugendlichen hier zwischen 18 und 29 sagen zu 80%, meine Lieblingsserie ist eine US-amerikanische Lieblingsserie. Es war noch nie so schlimm wie jetzt. Das heißt, wir müssen gegen eine Entwicklung dagegenhalten. Und die neuen Anbieter, ob das jetzt Amazon oder Netflix ist, deren Geschäftsmodelle rechnen sich überhaupt nur, wenn sie englischsprachigen oder US-amerikanischen Content nehmen, weil die nehmen heute weniger im Monat, als man früher für eine eigene einzelne DVD bezahlt hat. Und es rechnet sich nicht, wenn man deutschen Content nimmt, der nur bei uns genutzt wird. Das heißt, so rosig ist es leider nicht und es gibt wirklich Handlungsbedarf. Kurze Ergänzung, kurz zu Jens Richter. Nur, ich meine, stimme ich zwar zu irgendwie, aber man muss sagen, die letzten beiden Produktionen, die UFA oder Fremantle dann weltweit verkauft hat, war Generation War und jetzt eben Deutschland 83. Da sind wir also zumindest jetzt noch bei der eigenen deutschen Geschichte. Sie waren aber zumindest anders erzählt. Das, okay, aber thematisch sozusagen scheint das offenbar international immer noch so zu sein. 83 war wenigstens kein Weltkrieg mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wollten Sie was ergänzen? Ja, zu der Frage deutscher Content. Da kennen Sie sich bestimmt besser aus als ich, aber ich meine neulich mal in einem Vortrag gehört zu haben, dass der amerikanische Absatzmarkt von Netflix oder dass der Markt, den Netflix in Amerika hat, ungefähr sind es 70%. Also sagen wir mal, Netflix generiert sozusagen sich nicht mehr aus 99% vom amerikanischen Markt, sondern Der internationale Markt, den Netflix bedient, der wird größer. Das heißt, die Anzahl der Menschen, die weltweit Netflix gucken, wird zunehmend nicht mehr Englisch-Muttersprachler. Das heißt, da ist es irgendwann egal, ob derjenige, der das in Dänemark guckt oder in Ungarn,
oder auch in Frankreich Deutsch nicht versteht oder Schwedisch nicht versteht. Es wird einen größeren Sprachmarkt geben, so habe ich es jedenfalls verstanden. Die werden selbstverständlich untertitelt werden in den jeweiligen Territorien, aber das erhöht nach meiner Einschätzung zumindest Stück für Stück die Chancen auch für deutschsprachiges Produkt auf einem internationalen Markt. Das ist der Stand, von dem ich im Moment ausgehe. Das werden die machen. Die werden auch, wir hatten gestern darüber gesprochen, wann wird Netflix die erste lokale Produktion ordern. Zurzeit ist es so, dass das in homöopathischen Dosen bestellt wird, das lokale Produkt bei Netflix. Und das Netflix-Modell rechnet sich langfristig nur, wenn sie Produktionen bestellen, die sehr, sehr international sind, wie Sie gerade gesagt haben. Und die allermeisten werden auch weiterhin aus Amerika kommen. Ich glaube wirklich, dass sowas wie eine internationale Plattform wie Netflix oder Amazon sich hauptsächlich aus US-Produkt befeuern lassen wird. Und die Lokalen müssen immer lokaler werden. Die Trennung wird man sehen. Ich würde gerne mal was zu den Inhalten sagen. Weil gleich zu sagen, historisch verkauft sich dann nicht mehr oder wir müssen mal nach vorne gucken. Ich würde erst mal sagen, man muss das machen, auch da wurde hier immer wieder gesagt, wo der Macher wirklich eine Idee hat, wo er sagt, das will ich jetzt erzählen. Und dass in diesem, also dass in Deutschland dann Themen, die wie Deutschland 83, was war eine noch nicht erzählte Zeit, es war einfach, so ist es noch nicht erzählt worden, so ist es noch nie entstanden, aber es war auch eine wahnsinnigerweise noch nie erzählte Zeit, die für gerade Menschen meines Alters und auch ein bisschen jünger, ein bisschen älter, eine ganz wichtige Zeit war, nämlich NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Es war eine nicht erzählte Zeit. Und dass wir hier vielleicht im Moment noch nicht so wahnsinnig drauf kommen, Klaus hat auch von Transporter gesprochen, die großen Action-Knaller zu machen, weil bis auf Alarm für Cobra 11 hat das hier keine Tradition. Dass wir, ich glaube, immer noch deutsche Schauspieler als Astronauten und auch aktuell als Agenten, aber gerade als Astronauten, ich finde es immer noch schwer. Wer da eine Idee hat, soll es machen. Wenn aktuell, würde ich immer wieder sagen, da ist Herr Braunschlag ein tolles Beispiel, wo ist die eigene Identität, wo ist der eigene Lebensraum, vielleicht auch da, wo die Eltern sich eben kennengelernt haben und darüber erzählt dann was, das ist wirklich interessant. Aber auch da zum Beispiel, wenn man immer wieder diskutiert, warum machen wir nicht sowas wie Stieß, ist ja irre, warum wir es nicht mehr adaptieren. Stefan Gärtner und ich haben es uns immer wieder gefragt, es schmeißt sich kein Kreativer drauf, die Sachen kommen woanders her. Wir haben über Berlin gesprochen, warum immer nur Berlin historisch? Ein aktuelles Berlin haben wir. Ich würde nur so gar nicht suchen. Ich würde erstmal, muss der Wille da sein und die Idee muss geil sein und man will es, muss es machen wollen. Und dann kommt der Herr Werniger ganz schnell und sagt, ja, können wir es denn verkaufen oder nicht? Aber der Blick aufs eigene Land, hatte hier Studenten, die haben den ersten No-Fear-Award gemacht, für die waren die 50er Jahre so weit weg, für mich die 20er, aber sie haben eine 50er-Jahre-Serie gemacht, bis jetzt leider nicht verkauft, wir sind wieder wer, weil sie sich damit beschäftigen wollten und da würde ich nie sagen, oh, ist ja schon wieder historisch, das wollte ich nur mal sagen, um nicht schon in dem ersten Denken über Kreativität, über Verkaufbarkeit nachzudenken, kommt dann früh genug. Herr Arndt, Herr Bergengrün, Sie wollten? Oh mein Gott. Herr Arndt? Eins hatte ich vorhin noch vergessen, das sollten wir jetzt, wenn wir jetzt hier quasi sagen, das muss jetzt wirklich so diese Tax-Incentive-Nummer, diese 20-30% müssen kommen, wir müssen diesmal massiv darauf achten, und zwar genau aus den Gründen, was Herr Koster gerade sagte, wir müssen darauf achten, dass es für Deutsche zugeschnitten ist. Ja? Vor allen Dingen, weil sich dadurch für uns irrsinnige Chancen ergeben. Ich glaube nicht, dass in den Massen die amerikanischen Homelands jetzt hier rüberkommen werden, wie sie es eine Weile lang gemacht haben, die größten amerikanischen Kinofilme hier eben massiv gemacht wurden und jetzt nicht mehr kommen werden wegen diesem DFF-Beispiel. Ich glaube aber auch, dass es diese amerikanische Seriennummer in eine immer größere Krise wird, weil genauso wie ein wesentlicher Grund dafür, dass diese Serienboom so hoch kam, war natürlich, dass sich diese Kinofilme immer schlechter gerechnet haben, dass die immer teurer wurden und die Macht dort komplett bei den Agenturen war, also bei CAA und William Morris alles beherrscht hat. Das ist im Serienmarkt nach kaum einem oder zwei Jahren genauso geworden. Ja, insofern wird es genauso verschnarcht und schrecklich werden, wie es im Kinomarkt geworden ist. Und wir haben hier eben noch die Chance, dass wir noch relativ fit in der Birne sind und eben neue Sachen entwickeln können. Die müssen wir uns aber auch schützen. Ja, wir werden immer ein Hochlohnland bleiben.
Wir haben aber toll ausgebildete Leute und wir sollten diesmal gucken, dass wir nicht allzu breit das Töpfchen ausstreuen. Wollten Sie noch erwidern? Kann ich nur unterstützen. Okay. Es ist so, wie Herr Richter vorhin sagte, Netflix wird sich hauptsächlich auf englischsprachigen Content beziehen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite Produzenten hier fit machen, dass sie auch auf Englisch drehen können. Fällt mir schwer, weil wir sind eine deutsche Förderung, die eigentlich Produktionen mit deutschen Schauspielern unterstützen will. Aber wir kommen nicht dran vorbei, das auch zu unterstützen. Genauso müssen wir aber wirklich auf deutschsprachige, für Deutschland entwickelte Serien setzen. Und wir sollten die nicht schlecht machen, sondern wir sollten im Gegenteil sagen, Gott sei Dank werden noch sehr, sehr viele, leider nicht weniger von den Privaten, aber viel von den Öffentlich-Rechtlichen in Auftrag gegeben. Gott sei Dank, da sind tolle dabei, ich nenne nur Weißensee. Und darauf müssen wir setzen, das müssen wir unterstützen, denn diese Form von nationaler Produktion brauchen wir, wenn wir wirklich die Industrie hier weiter auslasten wollen, genauso wie die internationalen. Da gibt es so eine kleine sozusagen eine dezente Differenzen zwischen der Frage, ob man internationalen Partnern die Produktion in Deutschland ermöglichen soll, wenn man sie so gerne in Deutschland hätte, und ob man eben darauf achten sollte, wirklich deutsche Stoffe zu erzählen, deutsche Geschichten, die von hier aus auch komplett entstehen und dann eventuell mal in die Welt gehen. Ne? Habe ich so ein bisschen rausgehört, dass Herr Ahn sagte, darauf achten, dass wir wirklich von hier erzählen, und Sie sagten ein bisschen Prestige, also vielleicht die ein oder andere Öffnung für Partner, die in Deutschland produzieren wollen. Sie haben ja mit Homeland die Erfahrung auch gemacht, das muss auch drin sein. Ja, ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht nur in der Aufgabe, deutsche Stoffe für Deutsche von Deutschen zu fördern, sondern ich finde, die Welt ist schon irgendwie ein bisschen kosmopolitischer geworden, und ich finde zum Beispiel total interessant, dass Homeland ja ein sehr gegenwärtiges Berlin erzählt und sich dazu einen sehr sozusagen historisch gewachsenen und im Moment umso aktuelleren Handlungshintergrund gesucht hat. Also Spionage, Flüchtlingskrise und alles, was damit zusammenhängt. Das hätte man auch aus Berlin heraus selber erzählen können, konnte aber Homeland jetzt gut machen. Das klingt immer so ein bisschen, als würde man diese großen, sogenannten großen Serien oder auch Kinofilme fördern, nur aus wirtschaftlichen Aspekten. Ich für mich sehe das nicht so. Ich finde, es ist zum einen ein enormer Know-how-Transfer entstanden. Also so viele große Serien sind in Deutschland noch nicht auf diese Art und Weise gedreht worden. Du hast es ja, Karl, gerade selber gesagt, es ist ein völlig anderes Produzieren, wenn man zum einen der Writers Room, damit könnte man vielleicht noch klarkommen, dass man mit mehreren Autoren zu tun hat. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie dort produziert wird, das wichtigste Motto ist, es kann alles passieren, nur man darf nicht aufhören zu drehen. Es wird immer gedreht. Es geht nicht so, jetzt müssen wir uns mal zurückziehen und mal überlegen, sondern man muss überlegen, während man dasteht. Es ist ein anderes Mindset, und ich glaube, nicht weil wir zu doof sind, aber sowas muss man sich mal angucken. Das tun wir ja in anderen Industriebereichen auch, und ich glaube, da ist einfach sehr viel passiert. Und von den 700 Leuten, die sich neulich die Teampremiere angeguckt haben, waren, würde ich mal sagen, ungefähr 650 Deutsche und nicht Amerikaner. Also insofern ist die Frage, was macht eine Serie deutsch oder amerikanisch? Klar, die Erfinder sitzen da, aber ich denke mal, also genauso wie wir Filme, internationale Koproduktionen zum Beispiel, jetzt rede ich wieder vom klassischen Kinofilm, hat noch nie jemand gesagt, oh, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht so viel französische Filme fördern. Es sind wahnsinnig viele Koproduktionen, deutsch-französische Koproduktionen gefördert worden, in denen Französisch gesprochen wurde. Also so dieser Reinheitsgedanke, damit tue ich mich ein bisschen schwer. Ich würde, also es liegt vielleicht auch daran, dass in Berlin einfach ein anderes Sprach- und Bevölkerungsgemisch unterwegs ist. Also ganz kurze Gegenrede, mir geht es jetzt nicht so sehr darum, dass ich jetzt hier so Nationalist in Sprache und Nation sein möchte, sondern ich sehe es ganz wesentlich, wir müssen uns diese Verwertungsrechte sichern. Und der Produzent wird, und zwar auf eigenes Risiko mehr oder weniger, irgendwas zwischen 30% und 60% des Budgets riskieren. Das kann er vorfinanzieren, das kann er irgendwas, aber er muss die Verwertungsfähigkeit sicherstellen, und das ist in Deutschland
es ist nicht selbstverständlich, dass der Produzent zu 100% Eigentümer des hergestellten Produkts ist, sondern er wird auf die eine oder andere Weise wird er diese Verwertungsrechte los. Mhm. Und das müssen wir einführen. Und das wird nun mal der Homeland-Produzent hat kein großes gesteigertes Interesse daran, seine Verwertungsrechte zu erhöhen, dadurch, dass er die Hilfe von euch in Anspruch nimmt. Sondern er sieht es, und das habe ich jetzt schrecklicher genug, oft genug erlebt in Zusammenarbeit mit Amerikanern, sie sehen Förderung als was Kostenreduzierendes. Das ist vom Denken her ähnlich wie du vorhin erzähltest über die dramaturgischen Besonderheiten der amerikanischen Serienherstellung, ist es etwas anderes. Sie sehen es quasi als geschenktes Geld, was einfach die Kosten reduziert und die Basis bleibt gleich. Wir sehen es einfach anders. Und das tut uns das öffentlich-rechtliche Fernsehen gelegentlich aus, wenn ich mir bestimmte Unterstützung von Förderungen für Serien angucke, dann habe ich auch das Gefühl, dass das gelegentlich eher als kostenreduzierend angesehen wird, als Rechte stärken. Nee, aber es hat nichts mit der Frage, ob Deutsch oder nicht Deutsch zu tun. Ich würde nochmal, also die Sache sozusagen mit den deutschen Stoffen, ich wollte damit auch nur auf ein Thema hinkommen zum Ende unserer Diskussionsrunde, dass wir sitzen hier oben sozusagen als Nationalmannschaft, Sie sind sozusagen die Nationalmannschaft der deutschen Serie, wenn man so möchte, wir reden von High-End-Drama-Serien, wir haben auch gerade schon von gesagt, es geht um Serien mit einem Budget von fast 1 Million pro Folge oder mehr, der Arndt von gesprochen, dass es Ihnen darum geht. Das ist sozusagen gut, da reden wir darüber, wie können wir die deutsche Serie international salonfähig machen. Mich würde aber jetzt interessieren, jetzt reden wir mal nicht, die hier sozusagen in der Nationalmannschaft sitzen, sondern wie schaffen wir es in Deutschland, weil wenn Sie sagen, Sie haben gemerkt, inzwischen der Markt ist voll beschäftigt, also man kriegt kaum die passenden Kreativen oder kaum den Nachwuchs noch. Mich würde interessieren, wie schaffen wir es denn in Deutschland dann erstmal, dass aus der Regionalliga Menschen in die Bundesliga aufsteigen können, damit sie dann mit ihnen in der Nationalelf spielen können. Also mit anderen Worten, was müssen wir tun, neben jetzt der Förderung für ein bestehendes Projekt, wo sie in einem bekannten Kopf haben, einen bekannten Titel, ein bekanntes Thema und sie suchen sozusagen nur die Finanzierungsbasis. Wie schaffen wir es überhaupt erstmal, die Plattform für Kreativität und für den Austausch, damit da überhaupt die Köpfe und Ideen erstmal hier entstehen können? Was als Abschlussrunde sozusagen von vorne bis hinten durch würde mich interessieren, wie engagieren Sie sich da, wie sorgen Sie da dafür, dass da die Basis auch stimmt? Also ich glaube, der erste Baustein ist natürlich im Bereich der Ausbildung. Also Rechteaufteilung, das ist ein juristisches Thema, das ist, können alle nochmal bestätigen, ohne vernünftige Rechteaufteilung wird es das nicht geben. Aber bevor wir zur Rechteaufteilung kommen, ist, glaube ich, Ausbildung ein entscheidendes Thema, dass da die Fähigkeiten, der Wille, die Ideen geweckt und unterstützt werden. Ich glaube, deshalb sind wir auch heute hier, ne? So, weil wir Teil der wichtigen Ausbildung zur Seriennationalmannschaft sind oder Nationalliga sind. Wir haben das zum Beispiel gemacht, indem wir im Nachwuchsbereich, also wir machen so einmal im Jahr ein sehr informelles Treffen mit Leuten, die gerade entweder ihren Abschluss in der Filmhochschule machen oder das gerade hinter sich haben. Wir nennen das immer Pizza und Bier und das ist es dann auch. Dann haben wir gesagt, warum macht ihr eigentlich keine Serien, sondern macht Filme, die aussehen wie in 80er Jahren, also wenn es hochkommt, meistens wie in 70ern. Wir haben gesagt, ja, Serien sind so wahnsinnig teuer und wie sollen wir denn? Dann haben wir gesagt, naja, okay, also wenn man auf dem Standpunkt bleibt, dann wird das nie was. Jeder von euch hat ein iPhone, und gutes Erzählen hat jetzt, glaube ich, nichts mit wahnsinnigen Effekten zu tun, sondern eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie interessant ist. Ich behaupte mal, um Leute dafür zu gewinnen, kann man das auch, vielleicht geht noch was Besseres als iPhone, aber iPhone ist auch schon nicht schlecht. Hat nicht lange gedauert, haben die Macher von Love Stakes, ich glaube, der Film ist ja bekannt, drehen gleichzeitig zu dem Kinofilm eine Serie. Also die Dreharbeiten sind, glaube ich, speziell, aber finde ich total interessant. Ich kann da leider nicht hingehen, weil jeder, der da vorbeikommt, muss auch mitspielen und das ist mir leider so gar nicht gegeben. Aber die haben sozusagen keine Mühen gescheut, auch wenn sie die Kosten nicht aufbringen konnten und machen jetzt eine Serie. Ich glaube, dass wichtig ist, junge Leute dazu ermutigen, das, was sie selber gerne sehen wollen, zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und wie man da hinkommt, das Handwerkszeug, das können Sie ja hier lernen. Also zwei Dinge dazu. 2001 wurde hier das Serienproducing gegründet und jeder, der da hinging und sagte, ich will Serie machen, war damals noch ein Nerd. Der wurde bespuckt, das war unter anderem Bora Daktekin und Robert Dannenberg.
Robert Dannenberg vom letzten Bullenbohrer ist bekannt. Also es hat sich erstens in den letzten 14 Jahren extrem was geändert. Die Serie, das Sozialprestige der Serie ist komplett gestiegen. Natürlich amerikanisch, aber, und darum ist es auch so toll, dass du hier bist und darum ist auch so toll, dass Tom Tykwer jetzt Serie macht, es ist eben auch wichtig, dass in Deutschland auch klar ist, wenn uns die Amerikaner vormachen, Tarantino, Fincher und wie sie alle heißen, gehen zur Serie, dass eben serielles Erzählen und zwar auch nicht nur High-End-Drama, sondern auch mal episodisch und es steht überhaupt nichts dagegen, das ist auch, also wie gesagt, im Tatort übrigens haben wir das ja auch, also dass wirklich in der Reihe, in der Serie es das Größte ist, zu arbeiten, Figuren auch weiterzuentwickeln oder auch Teil eines kreativen Teams zu sein. Das muss sich ja auch komplett nochmal ändern, dass man, wir reden immer nur vom Writers' Room, als ob es nur darum geht, dass Autoren miteinander arbeiten. Es geht aber auch darum, dass das Selbstverständnis von Produzenten, Finanzmenschen, Herstellungsleitern, Autoren, Regisseuren viel teamtechnischer zusammen sind. Also da könnte ich jetzt, können wir einen ganzen Vortrag machen, machen wir dann, wenn wir dann gedreht haben, aber wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir 26 Jahre, 480 Minuten Hitler erzählen mit 3-4 Nebensträngen oder genauso wichtigen Strängen, das ist gar nicht mehr produzierbar im eigentlichen Sinne, eine Folge nach der anderen und so weiter. Man muss da also teamtechnisch reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also offen sein, sowas machen, was du gerade beschrieben hast, offen sein, sich viel mehr in Teams zusammenfinden, gemeinsam dann auch über Visionen zu reden und dann, und das ist ganz wichtig, wenn man sich auch mal im internationalen Vergleich anguckt, wie viel Prozent am Ende ist an Autoren oder an die Kreateure geflossen, an die Bucharbeit geflossen, im Verhältnis Deutschland zu anderen Ländern, sind wir wirklich noch Diaspora, das müssen wir komplett steigern, das ist auch Jörg Winger immer so wichtig, darüber immer wieder zu reden, wie steigern wir das einerseits durch Cash und Cashflow, aber auch durch Rechtebeteiligung. Wir müssen natürlich auch für einen Autor in Deutschland, Sozialprestige hin oder her, ist es erstmal ein unglaublicher Wahnsinn, zumindest wenn der Kind, Frau und Kind hat, eine Serie zu entwickeln. Davon kann kein Mensch leben. Und das ist einfach falsch. Das muss anders vergütet oder zumindest muss er dann, wenn er dieses Risiko geht, dann, wenn es klappt, auch wirklich beteiligt sein. Das sind alles Punkte, wie man auch in die Nationalmannschaft kommt. Herr Arndt, haben Sie dazu noch was zu ergänzen? Wie würden Sie sagen, was müssen wir tun, damit wir da auch an den Nachwuchs das weiter fördern können? Also das mag jetzt vielleicht zu buhrufend führen, aber was ich brauche, sind Herstellungsleiter, sind Produktionsleiter und sind Filmgeschäftsführer, die diesen Wahnsinn, und ich meine, genau darum geht es. Ja. Es geht eben nicht mehr darum, da irgendwie die 6 bis 8 Wochen irgendwie zu überstehen und die irgendwie zu organisieren, sondern es geht darum, 40, 50 Wochen so zu strukturieren, dass sie wirklich sinnvoll und irgendwie dann auch noch verwertbar gemanagt werden. Und das ist wirklich im Moment in Deutschland nur mit den absoluten Top-Leuten zu leisten. Und da kommen wir dann wirklich in Budgetprobleme, weil die werden uns im Moment von den Amerikanern weggekauft, weil die einfach 3-4-mal so viel bezahlen können. Herr Bergengrün, Sie haben sozusagen den Joker heute gezogen. Sie können sozusagen jetzt einmal aussetzen, weil so richtig viel verraten können Sie später noch. Ne? Es gibt nachher noch zu der Frage, wie man vielleicht ein bisschen die Grundlage verbessern kann. Nachher sitze ich in einer Fördersitzung, da bin ich nicht dabei. Ja, aber da wird Ihr Projekt nochmal... Du musst ja jetzt so auf die Zunge beißen. Genau. Das ist so spannend. Genau, deswegen. Also, darüber rede ich nicht, sondern kurzes Schlusswort. Unterstützen, immer wieder Anschubfinanzierung für innovative Serienformate geben, Kontakt zu internationalen und ausländischen Produktionen schaffen und vor allen Dingen das Vertrauen geben, dass wir das hier genauso gut können wie woanders und das zu unterstützen, sodass man davon noch leben kann. Jetzt muss ich noch was sagen. Gerne. Jetzt muss ich einmal sagen, ich muss mich mal eben bedanken. Ich bin ja mit einer der Initiatoren dieses ganzen, dieser 2 Tage hier. Erstmal bedanke ich mich wirklich für alle Menschen, die teilweise hier von weit her angereist sind. Ich bedanke mich vor allem bei den beiden Berliner Kollegen, wo es mir sehr, sehr wichtig war, dass wir eben neben den Showcases eben auch über solche Fragen sprechen, so wichtig Showcases sind, aber dass man wirklich auch darüber redet, wie geht es. Ich freue mich, dass Menschen wie Herr Schreitmüller, Stefan Gärtner da sind. Ich danke dem Organisationsteam um Friedemann Götz, um Michael Rösel, Linda, Toni. Das ist wirklich unglaublich, was hier auf die Beine gestellt wird. Ich danke Herrn Lückerath, dass er wieder da ist.
Und das musste man jetzt einfach mal sagen. Und Karl und allen, die dabei helfen, einen so unglaublich dichten, also in Ludwigsburg, wir sind in Ludwigsburg, einen so dichten, großartige zwei Tage zusammenzukriegen. Vielen Dank auch an Sie. Ich habe zu danken. Ich habe mich nur ins gemachte Nest gesetzt und kann den Dank auch an alle Organisatoren weitergeben. Und man tourt so durch mehrere solcher Symposien und muss sagen, nicht alle davon sind so gut organisiert und so gut besetzt. Herr Richter, Sie müssen aber sozusagen unsere Abschlussrunde auch noch vollständig machen. Was würden Sie sich denn, wenn Sie um die Welt reisen und versuchen, deutsches Fernsehen in die Welt zu verkaufen, was würden Sie sich aus Deutschland wünschen noch, damit das international ein bisschen leichter geht? Mein Nahziel ist tolle Quoten für Deutschland 83 auf RTL, die Bestellung von 86 und von 89. Ja, man braucht ein paar Erfolge und die muss man dann draußen vermarkten und dann kommt der Rest relativ von selber. Wunderbar, super. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle einen ganz großen Applaus und einen ganz lieben Dank an unsere Panelisten für die Diskussionsrunde, sehr lebhaft. Und ja, ganz lieben Dank. Und an euch kann ich sagen, die Mittagspause haben wir um 2 Uhr. Kurz nach 2 geht es hier weiter. Allerspätestens sind wir um 14:15 wieder hier.